Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Nationalspielern Rotter und Schinkels ist der Kader weiter reduziert und so drängte sich heute Jewgeni Milewski geradezu als Spielgestalter auf. Und Milewski wird der Spielgestalterrolle weitgehend gerecht. Vehemente Angriffe der St. Pöltener in den Anfangsminuten und Schiedsrichter Dr. Kappel muss bereits in der ersten Minute Libero Patricevic die gelbe Karte zeigen. Vorangegangen ein Foul an Rosenecker, hart an der Strafraumgrenze, Freistoß durch Heiden und genau auf Walker. Sehr viele gute Möglichkeiten für die Mannschaft, um Milewski für das Team von Trainer Hubert Baumgartner, Javastic, der kaum zu bremsen ist, guter Schuss und wieder Walker. Aber schön langsam befreit sich der Last und kommt in Kontern immer wieder zu Möglichkeiten. Wick, Spielgestalter im Mittelfeld. Guter Pass auf die linke Seite, Slonetsko völlig allein. Aber solche Chancen, die muss man einfach in der ersten Division verwerten. Dann Janon ist verletzt und statt ihm kommt der Unter-21-Spieler Zauner, der als Manndecker seine Sache sehr gut macht. Er gemeinsam mit Frühwirt auf die Spitzen der Linzer angesetzt. Dann ist plötzlich Milewski frei, wird von Dantlinger gefault. Dantlinger regt sich über diese Entscheidung von Schiedsrichter Dr. Kappel auf und bekommt ebenfalls gelb. Freistoß auf alle Fälle für St. Pölten. Drei St. Pöltner in der Linzer Mauer, ganz interessante Variante. Beim Freistoß Vastic. Die Mauer der St. Pöltner geht auseinander, Walker ist überrascht und das eigentlich verdiente 1:0 für die St. Pöltner ist perfekt. Walker in der 41. Minute von diesem Schuss überrascht. Dann ein unnötiger Out-Einwurf verursacht durch Torhüter Kirasic. Andi Ogris, der nur durch Debatten mit Schiedsrichter Dr. Kappel aufgefallen ist. Murkserei an der 16er Grenze. Und seltsamerweise offenbar erwirtschaftet sich hier Ogris einen Freistoß, gibt Dr. Kappel Freistoß für den Last. Eine Minute vor dem Seitenwechsel. Kirasic stellt die Mauer. Wick. Kegelwitz per Kopf. Und das 1:1 nach einer doch umstrittenen Schiedsrichterentscheidung. Ogris wurde nur gerempelt. Kegelwitz auf alle Fälle da. Und 1:1. Das ist auch der Pausenstand. Dann ziehen Gewitterwolken auf. Ogris wird ausgewechselt, schon zu müde. Statt ihm kommt Dubajic. Und gleich nach Wiederbeginn hat Kegelwitz Pech. Nach einer Flanke von Ramos fällt ihm der Ball auf den Kopf. Ein merkwürdiges Tor zur 2:1 Führung der St. Pölter. Hier noch einmal, Vastic springt hoch. Kegelwitz sieht den Ball nicht. Und verdutzt muss Torhüter Walker den Verlusttreffer zur Kenntnis nehmen. Auf alle Fälle die St. Pöltner führen. Aber nun beginnt der Lask wirklich aufopfernd zu kämpfen. Kegelwitz will sein Pech ausbessern, trifft aber nur die Stange. Dann viel Glück auf beiden Seiten. Auf der Linie rettet hier Freis nach einem Eckball. Ein ähnliches Bild gleich darauf auf der anderen Seite. Auch hier Eckball für St. Pölten. Milewski, kurz abgewehrt, Ramos. Und auf der Linie gerettet vom Lask. Kegelwitz führt den Ball aus der eigenen Hälfte. Pech für Ramos, der sehr gut gespielt hat. Wieder Wick, ein weiter Pass. Und ein Riesenfehler von Torhüter Kirasic und in der 82. Minute der doch verdiente Ausgleich für die Mannschaft von Helmut Senekovic. Ein Fehler von Torhüter Kirasic, der hier köpfeln will, anstatt den Ball in die Hand zu nehmen, war vielleicht durch die neue Rückpassregel irritiert. Auf alle Fälle 2:2 in der 82. Minute. Beide Mannschaften versuchen dann doch noch das Siegestor zu schießen. Abgewehrt dieser Angriff von Fleiß auf der rechten Seite. Slonetsko, weiter Pass auf den schnellen Ras, der kann nicht gehalten werden, bringt den Ball zur Mitte, Dubajic, aber jetzt rettet Kirasic seiner Mannschaft das 2:2. Man darf nicht vergessen, wir spielen ums Leben und da kann man natürlich nicht einen hochgradigen Fußball sehen, aber es war der Kampf da, es war relativ fair, es war an Grenze der Härte und ich glaube, dass wir das Unentschieden verdient haben. Wir haben zu den ungünstigsten Zeitpunkten immer das Tor bekommen, eine Minute vor Pausenpfiff. Und das zweite Tor, das Ausgleichstor, das war ein Selbsttor von uns. Und so gesehen geht das Unentschieden gerecht. Es war eine harte Partie, eine faire Partie. Und wie schon mein Kollege gesagt hat, es geht hier um einen Platz um die ersten acht. Und schlussendlich ist das Unentschieden gerecht. Viele Tore in diesen beiden Spielen, keines dafür in der dritten Partie. Stalin.